Baubeiträge. Bitte, Herr Trost. Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren, diese Diskussion ist ausgelöst worden, weil es große Sorgen gibt in den Kommunen des Landes. Große Sorgen deswegen, weil man fürchtet, dass in Zukunft ungleiche Lebensverhältnisse in Schleswig-Holstein auftreten könnten. Und das darf es unserer Auffassung nach und ich hoffe auch der Auffassung der Mehrheit dieser Ratsversammlung nicht geben. Es darf nicht sein, dass wohlhabende Städte ihre Bürgerinnen und Bürger von Straßenausbaubeiträgen entlasten können, während das anderswo, wo leere Kassen vorherrschen, wie zum Beispiel in Flensburg, nicht so einfach möglich ist. Darum haben wir die Initiative ergriffen und diesen Ratsbeschluss vorbereitet, der klare Worte findet, auch klare Forderungen findet und in eine Resolution mündet, die an die Landesregierung geschickt wird. Kernaussage dieser Resolution ist, dass bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge es einen finanziellen Ausgleich geben muss, ein Ausgleich des Landes, der diese Straßenausbaubeiträge, die dann entfallen könnten, vollständig kompensiert. Das ist die Kernaussage dieser Resolution, die hier vorbereitet ist. Die regierungstragenden Fraktionen in Kiel haben einen Gesetzentwurf eingebracht, der in der nächsten Sitzung des Landtages ab 15.12. beginnt die Sitzungszeit, beraten wird. Und da denke ich, ist es wichtig, dass ein Flensburger Signal, möglicherweise aber auch von anderen Stellen aus, noch viele Signale in dieser Richtung zum Land geschickt wird. Denn wir können den Ausfall der Anliegerbeiträge nicht kompensieren. Wir hatten im Sommer eine Diskussion um eine Anhebung der Steuerlast. Da gab es sogar Überlegungen, die dann aber einhellig politisch abgelehnt worden sind, die Straßenbaubeiträge zu erhöhen. Und jetzt haben wir eine Diskussion darüber und die Bürger erwarten Antworten dazu, was passiert, wenn der Gesetzgeber das Wahlrecht einräumt und wie soll man sich als Kommune verhalten? Die Antwort ist klar, wir können uns das nur dann problemlos leisten, wenn es für die Abschaffung von Anliegerbeiträgen einen finanziellen Ausgleich aus Mitteln des Landes gibt, der diese komplett kompensiert. Sonst haben wir keine echte Wahlfreiheit und leichtfertige Versprechungen machen, für die anschließend teuer bezahlt werden muss, die darf man nicht. Denn wir alle wissen, dass diese Straßenausbaubeiträge für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche Belastung darstellen. Jetzt haben wir eine Vorberatung gehabt im Hauptausschuss, als wir versucht haben, die Ratsversammlung mit einer einvernehmlich zu erarbeitenden Beschlussvorlage vorzubereiten. Und deswegen gibt es jetzt die erste Ergänzung. Die alte Ratsvorlage 167 der SPD-Fraktion ist damit zurückgezogen. Und wir haben jetzt diese Vorlage 167. Sie unterscheidet sich von der alten Vorlage dadurch, dass einige Punkte eher in den Teil der Begründung gepackt worden sind und es letztendlich eigentlich nur noch 4 Kernaussagen für diese Resolution gibt. Ziffer 1, Überschrift vollständige Kompensation. Ziffer 2 ist das, was Sie bereits angedeutet haben. Ohne Kompensation gibt es möglicherweise nicht mehr gleichartige Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes. Das muss verhindert werden. Ziffer 3 macht deutlich, dass der kommunale Handlungsspielraum begrenzt ist. Und zum vierten weisen wir darauf hin, dass bereits die kommunalen Spitzenverbände, der Gemeindetag und auch der Städteverband sich im Sinne unserer Resolution geäußert haben und wir schließen da sozusagen die Reihe und erweitern den Chor um die Stimme der Stadt Flensburg. Ich hoffe, dass diese Vorlage eine gute Mehrheit findet und bitte vor allen Dingen diejenigen, die irgendwie in einer doppelten Loyalität stehen, einmal in der Loyalität zu ihren Landtagsfraktionen, auf der anderen Seite aber in der Loyalität für die Stadt Flensburg, sich ihrer Verantwortung für die Stadt Flensburg besonders bewusst zu werden und deswegen dieser Vorlage zuzustimmen. Ich bitte auch diejenigen, die sagen, Straßenausbaubeiträge sind definitiv kein Thema für uns, Erika, dieser Vorlage zuzustimmen, denn sie schafft die Voraussetzung dafür, dass wir größere Handlungsfreiheiten haben. Und euch, liebe Kollegen vom SSW
Heute Nachmittag habe ich eine Pressemitteilung gelesen, da habt ihr gesagt, im Zusammenhang mit eurer Kandidatenaufstellung, es sollte nicht so sein, dass die örtlichen Ratsfraktionen immer Verlängerungen und auch Sprachrohr aus Richtung Kiel sind. Genau das Gegenteil machen wir. Wir sind diesmal Sprachrohr in Richtung Kiel und deswegen bitten wir euch ebenfalls dieser Resolution zuzustimmen. Ich glaube, das ist nicht nur im Interesse der Stadt Flensburg, sondern es ist im Interesse aller Kommunen und ist vor allen Dingen im Interesse der Menschen, die ächzen unter der Last von Straßenbaubeiträgen. Und wir als Flensburg brauchen eine vollständige Kompensation. Der Kämmerer braucht uns nicht erneut vorzurechnen, wie schwierig die Situation ist. Lasst uns gemeinsam für verbesserte Rahmenbedingungen kommunalen Handels arbeiten. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bitte, Herr Möhler, SSW-Fraktion. Möchten Sie, Herr Rüstemann, bitte. Frau Stadtpräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sollen uns nicht zum verlängerten Arm der Landtagsfraktion machen lassen. Herr Trost, das ist ja wohl lächerlich, wenn ich diesen Antrag lese, diese Resolution. Hier heißt es nämlich, Herr Trost, bei Ihnen, dass die regierungstragenden Fraktionen aufgefordert werden, etwas zu tun. Deswegen, allein das hat mich schon gestört an Ihrer Vorlage. Ich hatte gehofft, dass nach der Beratung im Hauptausschuss am Dienstag Ihre Ankündigung eine echte gewesen wäre, hier eine gemeinsame Vorlage abstimmen zu wollen. Aber das hat es ja dann doch nicht gegeben. Es ist am Ende der gesamte Landtag, der aufgefordert sein muss, von uns die richtigen Rahmenbedingungen für unser Handeln hier vor Ort zu schaffen. Das heißt, wir fordern alle Landtagsfraktionen auf, etwas zu tun, nämlich uns als Kommunen hier in die Lage zu versetzen, eigene Entscheidungen zu treffen. Wie ist es eigentlich zu dieser Entscheidung im Landtag gekommen? Das muss man vielleicht hier und da auch nochmal aufklären. Tatsächlich hat das Land irgendwann mal entschieden, liebe Kommune, wenn du keine Straßenausbaubeiträge erhebst, dann kürzen wir dir an anderer Stelle die Kredite, die Kreditermächtigung, was auch immer. Das heißt also, indirekt hat das Land uns oktroyiert, dass wir diese Straßenausbaubeiträge einzunehmen haben. Dagegen gab es Widerstand, denn tatsächlich ist es eine kommunale Entscheidung, was für Straßenausbaubeiträge wir nehmen. Es ist auch eine kommunale Entscheidung, wo wir eine Straße bauen oder wo wir eine Laterne aufstellen. All das soll hier vor Ort entschieden werden. Hier soll auch entschieden werden, in welcher Form wir unsere Einwohnerinnen und Einwohner steuerlich belasten, und zwar mit den kommunalen Steuern und Abgaben. Und dies ist eine ganz klar vom Bundesgesetzgeber auch ganz klar kommunal geregelte kommunale Abgabe. Und jetzt sagt die SPD eigentlich nichts anderes als, lieber Landtag, wir möchten eigentlich nicht die Verantwortung dafür vor Ort übernehmen. Wir möchten, dass ihr die Verantwortung dafür habt, welche Belastungen unsere Bürger hier vor Ort haben. Und das ist ein komplett falscher Ansatz. Natürlich haben wir die Verantwortung. Wir sind auch diejenigen, die am Ende entscheiden werden, welche Straßen auszubauen sind, weil wir die Vertretung der Einwohnerinnen und Einwohner dieser Stadt sind. Das heißt, wir vor Ort wissen, was hier richtig ist. Und natürlich müssen wir dann auch wissen, was für unsere Einwohnerinnen und Einwohner tragbar ist und was nicht. Nicht tragbar ist, und das sage ich hier auch, nicht als verlängerter Arm irgendeiner Landtagsfraktion, nicht tragbar ist, dass wir dauerhaft nicht in der Lage sind, als Stadt Flensburg auskömmlich finanziert zu sein. Wir haben einfach nicht die Möglichkeiten, die andere Kommunen oder Kreise haben, weil wir ständig in einem Minusbereich sind. Und das liegt nicht daran, dass Herr Brüggemann irgendwie falsch rechnet oder wir falsche Budgets aufstellen, sondern es liegt daran, dass der kommunale Finanzausgleich uns nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn Sie unsere zweite Ergänzung lesen, dann werden Sie feststellen, eigentlich haben wir komplett von Ihnen abgeschrieben. Wir haben uns nur erlaubt, an den Stellen etwas rauszukürzen, wo
unserer Meinung nach ein Zusammenhang falsch dargestellt worden ist. Nämlich, es darf keinen Zusammenhang geben zwischen dem aktuellen Gesetzgebungsverfahren zu den Straßenausbaubeiträgen, mit keine Verknüpfung mit den Finanzen, die das beinhalten soll. Wir wollen weiterhin die Verantwortung haben, Straßenausbaubeiträge nehmen zu können oder nicht. Diese Verantwortung gehört zu uns in die Kommune. Genauso gehört aber zu uns in die Kommune auch die Verantwortung, zu sagen zu können, wir wollen darauf verzichten. Das können wir aktuell nicht, weil wir kommunal finanziell nicht ausreichend ausgestattet sind. Das heißt, wir brauchen diese Finanzen. Wir brauchen sie aber nicht explizit für den Straßenbau, sondern wir brauchen sie ganz allgemein, damit wir die Freiheit haben zu entscheiden, was wir mit diesem Geld tun oder lassen. Also insofern hier keine Verknüpfung mit dem Gesetzgebungsverfahren. Alles andere ist quasi unverändert und die Forderung der kommunalen Spitzenverbände haben wir mit aufgenommen. Die haben ja meistens eine ganz gute Lösung. Allerdings ist nach wie vor, wie am Anfang gesagt, der Adressat der gesamte Landtag, denn alle dort vertretenen Fraktionen tragen die Verantwortung, dass wir hier vor Ort kommunal finanziell ausreichend ausgestattet werden. Dankeschön. Dankeschön. Bitte, Herr Möller, SSW-Fraktion. Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren, wir wollen ungern zwischen den verschiedenen Blöcken im Landtag jetzt im Moment hin und her gerissen werden, sondern uns geht es um die Sache. Wenn das Land unsere Straßen bezahlt, sind wir auf jeden Fall dabei. Ist echt klasse. Den Antrag tragen wir sofort mit. Ist kein Thema. Was wir aber haben, ist, und das haben wir schon im Hauptausschuss gesagt, wir brauchen von der Verwaltung einmal eine Verständnisfrage, die uns einmal erklärt, über was unterhalten wir uns hier. Und zwar gibt es bei dem Straßenausbau verschiedene Tiefen, in die mein Spaten gerade reinsticht. Das eine ist das, was wir, die Verwaltung möchte mich berichtigen, früher nicht erhoben haben, wenn wir nämlich die Straße in der Oberfläche nur wieder herstellen. Dass wir eine Grunderhebung machen, wenn wir eine Straße vollkommen neu anlegen, das ist schon bei den Erschließungskosten da. Und wir haben es, ich habe es im Hauptausschuss auch gesagt, wenn wir Straßen komplett neu gemacht haben, die schon teilweise 80 Jahre alt waren und man festgestellt hat, hier sind nie Erstausbaubeiträge bezahlt worden, ja, dann sind sie auch eingefordert werden. Das ist solidarisch, das heißt, jeder an seinem Grundstück bezahlt eigentlich einen Teil der Straße. Er kann natürlich sagen, fahren alle drauf, ja, aber er fährt auch auf anderen Straßen, insofern ist das ein Solidarbeitrag insgesamt. Alles okay, aber wir haben nicht ganz verstanden, über welchen Teil wir uns jetzt unterhalten und ich hätte auch gerne einmal von der Verwaltung gewusst, welchen Teil wir dann bisher tatsächlich immer eingefordert haben. Denn ich weiß, dass wir uns noch vor ein oder zwei Jahren grundsätzlich immer den Vorwurf einholen mussten, dass wir in Flensburg die Wiederherstellungskosten nicht eingefordert haben. Was wir auch durchaus in Ordnung fanden, weil wir das für Instandhaltung der Straßen gesehen haben, wo das TBZ oder die Stadt in der Pflicht ist. Wenn wir das natürlich mit einer Resolution hinkriegen, dass uns das Land das auch bezahlt, machen wir das natürlich gerne. Das ist überhaupt kein Thema. Wir sehen den großen Unterschied in diesen beiden Anträgen darin, dass die eine Fraktion, und das verstehe ich bei der SPD, sagt, das Land muss uns diese Einnahmeausfälle der Kommunen vollständig kompensieren. So steht es in eurem Antrag. Bei der CDU steht drin, die Kommunen eine echte Wahlfreiheit gibt, auf diese Art der Finanzierung von Straßenausbau zu verzichten. Nur ist natürlich für mich die Frage, wenn das Land den Ausgleich zahlen soll, warum sollen wir dann noch beschließen, dass die Bürger das doch bezahlen müssen? Das kann ich nicht ganz verstehen. Da habe ich echt das Verständnisproblem. Insofern ist natürlich der Antrag zu sagen, wenn wir darauf verzichten dürfen, einen finanziellen Ausgleich zu kriegen vom Land, ganz klar, dann würde natürlich niemals eine Kommune wie wir sagen, nach der Grundsteuererhöhung ziehen wir nochmal bei euch was ein, finden wir richtig klasse. Nein, wollen wir gar nicht. Wir wollen, dass es auch eine vernünftige Ebene hier ist, dass das auch bezahlbar ist und insofern wären wir dann eher, wenn wir es so richtig verstanden haben, beim SPD-Antrag, weil der natürlich sagt, wir erheben dann keine Gebühren, wenn das Land uns das ersetzt. Insofern bitte ich einmal die Verwaltung, uns da noch mal ein bisschen aufzuklären. Ja. Vielen Dank. Ja, Frau Stadtpräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden über die finanziellen Mittel, die uns über unsere Straßenausbausatzung sozusagen
verlustig gehen würden, würden wir die Straßenausbausatzung nicht mehr oder würden wir sie außer Kraft setzen. In der Straßenausbausatzung sind aber auch, wie sagtest du, Wiederherstellungsmaßnahmen inbegriffen. Das war ja die Frage. Genau, haben wir sie vorher so eingenommen? Nein, ja. Das ist neu. Nein, der Begriff ist neu. Der Begriff ist neu. Ja, genau. Und erlauben Sie mir eine Anmerkung in der Diskussion über welche Kompensation kann das Land bieten. Die Kommune steht ja frei in dem Standard, den sie für den Straßenausbau definiert. Und sicherlich gibt es darüber Diskussionsbedarf, welche Art von Kompensation das Land geben soll. Eine hundertprozentige Kompensation nach unserer Gestaltungskraft oder eine Kompensation nach einem definierten Standard? Das ist nochmal ein Unterschied, weil dann müsste, wenn es nur einen Standard gäbe, müssten wir natürlich die Kosten, die über dem Standard liegen, trotzdem selber tragen. Okay? Also für uns ist die Frage, wenn ganz normal die Fahrbahn wiederhergestellt wird, werden dann die Anlieger dort in Zukunft, wird man dann sagen, also hier habt ihr die Gebührensatzung, wir haben die Teerdecke wiederhergestellt, oder ab wann werden die mit einbezogen? Das ist die Frage für uns. Ja? Stadtpräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte jetzt kurz noch mal recherchiert. Die Unterlagen, die wir bekommen haben von Herrn Ewen, als wir die Ausbaubeitragssatzung im Sommer beschlossen haben. Und da gab es einen Vortrag, den er gehalten hat im Verwaltungsrat des CBZs, aber auch im Finanzausschuss. Und da steht beispielsweise auch der Beitragstatbestand der Erneuerung. Das heißt, es gab eine Änderung des Paragraph 8 Absatz 1 des KG, nachdem die Erneuerung nicht mehr unter der erneuten Herstellung zu subsumieren ist. Und deshalb mussten wir jetzt diesen Tatbestand Erneuerung ausdrücklich in die Satzung aufnehmen. Und dieser Beitragstatbestand ist nur dann erfüllt, und das ist dann die Antwort auf die Frage, wenn die Straße abgängig ist, die übliche Nutzungsdauer erreicht ist und die Instandhaltung regelmäßig durchgeführt wurde. Das heißt, die laufende Instandhaltung ist nicht beitragsfähig. Das heißt, die Straße muss grundsätzlich um sein, muss auch von der Nutzungsdauer abgeschrieben sein. Und dann gilt der Tatbestand der Erneuerung, den ich dann auch beitragsmäßig refinanzieren kann. Dankeschön, Herr Brüggemann. Bitte, Herr Richard, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Flensburgerinnen und Flensburger, also wann sind Straßenausbaubeiträge zu erheben? Das ist eigentlich ganz einfach nach der Rechtsprechung, immer dann, wenn der anliegende Eigentümer einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Und das haben natürlich schon ganz viele durchgeklagt, weil sie dann auch gesagt haben, wieso, das ist doch nur die Fahrbahn wiederhergestellt worden, so wie sie mal war, wo ist denn mein wirtschaftlicher Vorteil? Und da zählt jeder Fitzel wirtschaftlicher Vorteil, den man an den Haaren herbeiziehen kann. Sei es ein Blühstreifen, sei es eine Parkbucht 200 Meter weiter oder eine zusätzliche Laterne. Alles das verpflichtet die Leute, auch die Straßenausbaubeiträge zu zahlen. Und die Oberbürgermeisterin sagte gerade, wir sind frei im Standard, in dem wir die Straßen herrichten wollen. Wir sind auch frei, ob wir es überhaupt tun wollen oder nicht. Und das ist auch meiner Meinung nach eine der Wurzel des Übels. Und dass das mit ständiger Instandhaltung zu tun hat, das wäre mir jetzt so aus der Rechtsprechung nicht bekannt. So, der vorliegende Antrag der SPD und jetzt ja auch der CDU fordert uns hier einen flammenden Appell an die regierungstragenden Fraktionen in Kiel zu richten, an die neue Landesregierung. Wir sollen sie da also auffordern, die Kommunen nicht im Stich zu lassen. Müssen wir uns natürlich fragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass die SPD jetzt uns hier retten muss? Also die Freien Demokraten und auch die Christdemokraten übrigens hatten beschlossen, dass wenn sie an einer neuen Landesregierung beteiligt sein sollten, dass sie die Straßenausbaubeiträge abschaffen wollen. Den Kommunen sollen dann die fehlenden Mittel in einem erneuerten Finanzausgleich gegeben werden, damit die Kommunen, und das wurde hier schon mal richtig gesagt, es geht nicht nur um Straßenausbaubeiträge, sondern die Kommunen müssen insgesamt so ausgestattet werden, dass sie ihren Aufgaben auch nachkommen können.
Also Straßenausbaubeiträge, um das, was es hier heute geht, das sind diese zutiefst ungerechten Zwangsabgaben, die zum Beispiel Besitzern von Wohneigentum oder auch von landwirtschaftlichen Flächen abgepresst werden, wenn die Gemeindestraße an ihrem Grundstück erneuert wird. Wenn sie also das Unglück haben, von einer Gemeindestraße erschlossen zu werden und nicht von einer Bundes- oder Landesstraße. Die Straße, deren Erstellung Sie, also die kleinen Häuslebauer, schon einmal bezahlt haben, nämlich mit den sogenannten Erschließungsbeiträgen. Also die Straße, für deren Erhalt Sie Steuern und kommunale Abgaben entrichten, und die Straße, die die dafür zuständige Gemeinde so lange nicht instand setzt, und das ist ja nun mal leider die Realität, bis eine totale Erneuerung fällig ist. Und die zahlen die Eigentümer dann noch einmal. Und zur Tiefe der Instandsetzung hatte ich vorhin schon mal was gesagt, wann ist der wirtschaftliche Vorteil gegeben? Es kommt nicht darauf an, wie viel erneuert wird. Es, im Grunde kannst du klagen gegen den Bescheid, wie du willst. Auch eine normale Instandsetzung wird als Erneuerung durchgehen und du musst die Straßenausbaubeiträge bezahlen. Das ist gängige Praxis. Die Sozialdemokraten und auch andere haben uns ja dafür beschimpft, dass wir die Straßenausbaubeiträge abschaffen wollten. Es gibt da ein paar ganz tolle Stellungnahmen, zum Beispiel von der SGK. Ich wusste auch nicht, was es ist und musste nachgucken. Das ist die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik. Zum Beispiel, die schreibt da, ein Verzicht auf die Beitragserhebung würde ausschließlich die Wahrnehmung von Interessen eben dieser Häuslebauer bedeuten und die Kosten von Straßeninstandsetzung auf die Allgemeinheit verlagern. Da frage ich mich, na, auf wen denn sonst? Haben die Häuslebauer nicht schon die Erstellung bezahlt und ist die Straße danach nicht ins Eigentum der Kommune, also der Allgemeinheit, übergegangen? Und bekommt die Kommune nicht Steuergelder, um ihre Straßen zu erhalten? Aber die SPD als selbsternannte Partei der kleinen und hart arbeitenden Leute fand wohl immer, die kleinen Häuslebauer arbeiten nicht hart genug. Deshalb brauchen wir nicht Rücksicht auf sie zu nehmen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob der SPD dieser Widerspruch aufgefallen ist. Ich denke eher, es ist der Versuch, auf ein offensichtlich populäres Thema aufzuspringen. Denn was auch immer der Grund dafür gewesen ist, seit neuestem, seit genau 2 Wochen, ist auch die SPD dafür, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen und die Kommunen zu entlasten. Dafür bringen Sie hier diese Kettenbriefresolution aus der SPD-Zentrale ein, wortgleich in allen Kommunalvertretungen in Schleswig-Holstein. So viel zur Richtung des Sprachrohrs. Denn nun auf einmal kann es gar nicht schnell genug gehen. Nachdem Sie jahrelang der zähe Lehm an den Radkarren waren, knüppeln Sie nun auf die Pferde ein. Und natürlich war die Verweigerung von gestern nicht falsch, wir haben es wahrscheinlich nur nicht richtig verstanden. Lassen Sie mich das Ganze hier klar sagen. Ich empfinde diese Kettenbriefresolution als blanken Populismus. Das macht übrigens auch eine andere populistische Partei so. Die zentrale Befehlsausgabe inklusive Antragsvordruck und dann die vollkommen beliebige Übernahme von populären Themen, unabhängig von dem, was man bisher vertreten hat. Zwischen dem Ende der Erhebungspflicht und der Erlastung der Kommunen werden 2 bis 3 Jahre liegen. Ja, das ist so. Aber warum ist das so? Weil wir natürlich zuerst das FAG novellieren müssen. Das hat uns die Vorgängerregierung nämlich verfassungswidrig hinterlassen. Und in dieser Zeit können die Kommunen verzichten, sie müssen es aber nicht. Und blanke Kommunen wie unsere werden es da schwer haben. Ja, das stimmt. Ich kann das auch verstehen. Bisher war es ja einfach, sich hinter der Erhebungspflicht zu verstecken, nach dem Motto, tut mir leid, ich muss das erheben, die in Kiel zwingen mich dazu. Das ist jetzt vorbei. Und das stimmt auch, für die katastrophale Kassenlage gibt es auch strukturelle Gründe. Bei uns sind das die oberzentralen Aufgaben vor allen Dingen, die wir wahrnehmen müssen. Aber einen großen Teil der Schuld für die leeren Kassen, den hat auch die lokale Politik mit ihren unfassbar realitätsfernen Beschlüssen. Mal abgesehen von vielen fragwürdigen Einzelprojekten innerhalb der Stadt, wo ist denn hier der Versuch, die strukturellen Nachteile überhaupt in den Griff zu kriegen? Die letzte Möglichkeit wäre bei uns die Neufassung der Stadt-Umland-Kooperation gewesen. Aber das ist meiner Ansicht nach jedenfalls grandios vergeigt worden. Und wer stellt denn jetzt bitte in allen Städten und Großgemeinden, denen das Wasser bis zum Hals steht, seit 70 Jahren die Mehrheit in den Gremien und in den Verwaltungen? So viel zum Thema wohlhabende Städte übrigens. Falls Sie mir eine nennen wollen, ich kenne keine in Schleswig-Holstein. Wohlhabend und diejenigen, die auf die Ausbaubeiträge verzichten werden können, sind ausschließlich ländliche Gemeinden, die einerseits strukturelle Vorteile haben, andererseits aber auch kluge Politik betreiben. Vor diesem Hintergrund ist es also vielleicht gar nicht so übel, wenn lokale Politiker ihre Prioritäten im Umgang mit dem Geld der Bürger mal erklären müssen. Zum Beispiel also, warum das Geld für die Instandsetzung von den Gemeindestraßen leider weg ist. Es wird für die SPD und ihre Beiboote vielleicht etwas schwieriger als für andere. Die neue Landesregierung in Kiel, also die aus CDU, Grüner Partei und Freien Demokraten, wird, das haben wir mehrfach erklärt, in einem ersten Schritt die Pflicht zur Erhebung der ungerechten Straßenausbaubeiträge abschaffen. Und in einem zweiten Schritt wird dann der Finanzausgleich erneuert werden und die Kommunen werden mit dem Geld ausgestattet, das sie auch brauchen, um ihre Pflichten tatsächlich zu erfüllen. Und natürlich ist auch jeder eingeladen, bei diesem Projekt mitzumachen.
Aber ich denke, vergiftete Tipps von denen, die es jahrelang nicht hingekriegt haben, brauchen wir nicht. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte, Herr Trost. Tja, ja, Richard, leider ist es eben nicht so, dass der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag empfangsberechtigt ist für Anweisungen der SPD-Parteizentrale oder der Städteverband Schleswig-Holstein oder andere. Leider ist es auch nicht so, dass es Kettenbriefe sind, die alle überall die gleichen sind. Hätten Sie tatsächlich Resolutionen aus anderen Städten mit dem verglichen, was hier auf dem Tisch liegt, hätten Sie durchaus festgestellt, dass man da variiert hat. Wenn Sie genauer hingeguckt hätten, hätten Sie auch gesehen, dass wir über Kommunen reden und nicht nur über Städte. Wenn ich etwas mehr Zeit gehabt hätte und gewusst hätte, dass Sie flammende Reden schwingen, hätte ich mich beim Kollegen Dunkel nochmal in seinem Wahlkampfredenarsenal bedient und hier auch noch für etwas Unterhaltungswert sorgen wollen. Jetzt geht es eigentlich darum, wie reagieren wir konkret auf das, was nächste Woche im Landtag passiert. Und da hilft es uns nicht, auf den Finanzausgleich, den die neue Regierung auch nochmal anpacken will, zu warten und zu sagen, da kommt das denn schon alles. Nebenbei bemerkt, Sie erinnern sich bestimmt daran, welche Fraktion auf Landesebene dafür gesorgt hat, dass die erste Reform des kommunalen Finanzausgleiches stattgefunden hat. Da waren Sie jedenfalls nicht das, was man als Motor bezeichnet. Ende des Exkurses, den Sie aber begonnen haben, und zurück zur konkreten Beratung hier im Hause. Und da möchte ich nochmal eingehen auf das, was gerade dargestellt worden ist. Es ist definiert worden, dass es unterschiedliche Beitragstatbestände gibt. Und wir müssen jetzt tatsächlich abwarten, und das ist ja auch die Antwort auf eure Frage, was der Gesetzgeber tatsächlich an Beitragstatbeständen der Wahlfreiheit unterwirft. Und unsere Vorlage ist so formuliert, dass sie alle Situationen abdeckt hinsichtlich dessen, was gegebenenfalls der Landesgesetzgeber anbietet. Und der Satz, was der Landesgesetzgeber anbietet, ist ein ganz wichtiger Satz, weil nämlich auch schon verlautet, und man hört das auch schon, dass aus dem Grote-Ministerium möglicherweise tatsächlich irgendwie Zustimmung in Richtung der kommunalen Forderungen kommt, dass allerdings da bestimmte Niedrigstandards nur finanztechnisch erstattet werden sollen. Also unterhalb dessen, was wir brauchen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass das, was im ersten Absatz unseres Vorschlages drinsteht, eine vollständige Kompensation des Einnahmeausfalls, dass das in der Resolution drin bleibt. Die CDU-Formulierung ist worttechnisch eine sehr elegante Formulierung. Sie öffnet aber die Tür dafür, dass man sagt, naja, ein etwas niedriger Erstattungssatz könnte ja vielleicht auch schon hinreichend sein, um zu verzichten. Und das reicht nicht aus. Vor dem Hintergrund, nee, ich habe im Moment keine Lust auf Landtagswahlkampf. Und vor diesem Hintergrund finde ich, dass der SPD-Antrag, von dem ich hoffe, dass er der Antrag vieler wird, erstens der weitergehende ist und zweitens im Interesse unserer Stadt der qualitativ bessere. Und darum möchte ich den Vorschlag der CDU-Fraktion, diesen Antrag umzuändern in diesem Punkt, nicht übernehmen und ausdrücklich sagen, dass die vollständige Kompensation unser Ziel sein muss. Was wir natürlich machen, ist den Adressatkreis erweitern. In der Begründung sind ja schon einige Adressen benannt worden. Da könnte man in der Tat dabei schreiben, auch Weiterleitung an die anderen Landtagsfraktionen. Aber ansonsten bei dem qualitätsvollen Antrag zum Wohle der Stadt Flensburg bleiben und dafür sorgen, dass wir die Chance haben, das zu tun, was notwendig ist. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte, Herr Ambrosius. Frau Ritter wollte sprechen. Sehr geehrte Frau Stadtpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann diese Resolution nicht mittragen. Denn durch diese Resolution wird wahrscheinlich ein längeres Hin und Her von Stadt und Land auf uns zukommen. Sie sehen es an dieser Diskussion. Denn der Bürger zahlt, wenn es länger dauert, mit Anliegerausbaubeiträgen dieses Hin und Her und manchmal sogar eine fünfstellige Summe. Das geht überhaupt nicht. Natürlich brauchen wir das Geld des Landes, um nicht zu viel Defizit zu machen, aber eine Alternative den Bürger zahlen zu lassen, lehne ich hiermit ab.
Die eine Stadt macht es so, die andere so, das haben wir eben gehört, das geht gar nicht. Und ich finde, darauf sollten wir dann verzichten. Und ich hoffe auch, dass dieses Thema im Landtag wirklich noch für die Bürger entschieden wird. Danke. Dankeschön. Bitte Frau Kittel-Wegner, die Grüne, Bündnis 90. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich würde gern zur Sache kommen und auch das Thema Wahlkampf streichen an dieser Stelle. Was richtig ist, glaube ich, ist, dass wir im Hauptausschuss bereits saßen und sagen, eigentlich wollen wir gerade alle das Gleiche. Es gibt möglicherweise ein Geschenk, was ein Bumerang wird, wenn wir zahlen müssen, da hat Helmut Rost absolut recht, beziehungsweise wenn die Flensburger Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen, in anderen Städten müssen sie es nicht. Die Frage, wie das durch das Land ausgeglichen werden kann, soll, muss, ist eine wichtige Frage und da waren wir am Dienstag weiter als heute, ist mein Eindruck. Verstanden habe ich am Dienstag, dass wir eine gemeinsame Vorlage machen, die leider keine gemeinsame Vorlage mehr war, als Mittwochvormittag schon Presse kam, dass die SPD eine Vorlage macht. Und schwierig finde ich, dass wir nicht zusammengesessen haben und zwei Texte zu einem gemacht haben, weil sie unterscheiden sich ja in wirklich kleinen Punkten. Sie unterscheiden sich möglicherweise in wesentlichen Punkten, aber die hätte man vorher einen können. Ich denke, der erste Punkt, der sich unterscheidet im Teil 1, vollständige Kompensation, der auch bei der CDU übrigens vollständige Kompensation heißt, unter erstens, in der Überschrift heißt er noch vollständig genau, im Absatz 2 heißt er nur noch entsprechend, da ändert es sich. Das hätte man diskutieren können. Wir als Grüne wären für vollständig, nicht nur in der Überschrift, sondern auch im Text. Korrekt ist bei einer Abschaffung der Pflicht zur Erhebung und nicht bei einer Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Das tut das Land in der Tat nicht, in der ersten Zeile. Das mag nur redaktionell sein, aber ich denke, da ist der CDU-Text besser. Wichtig finde ich in der Tat, dass wir alle Fraktionen und die Landesregierung ansprechen, aber Herr Trost sagte ja gerade, das können wir dann auch gerne tun. Wichtig wäre für mich nur und ich glaube für Flensburg als Stadt, dass es nicht eine entsprechende Kompensationsregelung, sondern tatsächlich eine vollständige gibt. Ob das möglich ist, mit dem Land zu verhandeln, weiß ich nicht, aber es zu fordern, finden wir auf jeden Fall sinnvoll. Größere Unterschiede gibt es nochmal im Punkt 3, wo in der Überschrift im SPD-Antrag steht, dass der kommunale Handlungsspielraum begrenzt sei. Bei der CDU steht, kommunalen Handlungsspielraum durch höhere Zuweisungen erweitern. Die positive Formulierung gefällt mir erstmal besser, aber die Formulierung, die dann kommt, die Zuweisung aus dem FRG zu erhöhen, birgt in der Tat ja das Zeitproblem. Und das finde ich, das müssen wir nochmal bedenken, was machen wir mit diesem Zeitproblem, wenn jetzt beschlossen wird im Landtag, Kommunen können Straßenausbaubeiträge, die Satzung kündigen, wegfallen lassen, wie auch immer, dann werden es Kommunen machen und wir können es nicht machen, bis nicht irgendwann, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das sein wird, die FAG-Regelung neu ist. Aber das ist nicht innerhalb des nächsten Jahres, würde ich vermuten. Gibt es eine Zahl, Jahreszahl, also das heißt, FAG neu? Bis 2020 muss ich den alten FAG reformiert haben, da ist ein Verfassungsauftrag. Und es wäre elegant für die Landesregierung, sowas dann auch dort aufzunehmen. Das heißt, bis 2020. Das heißt, wenn es aufgenommen würde, wäre das ab 2020. Wir hätten aber jetzt das Problem, dass wir bis 2020 dann eigentlich gar nicht aus dieser Nummer rauskommen, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Deshalb wäre mein Appell, nochmal zu gucken, wie kriege ich wirklich beides zusammen, weil beides nicht komplett in Ordnung ist, finde ich. Und wie können wir nachher eine gemeinsame Vorlage verabschieden? Dankeschön. Bitte, Herr Rüstemann, CDU-Fraktion. Frau Stadtpräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte versuchen, das eine oder andere kurz aufzuklären.
Herr Möller hatte vorhin gefragt nach Wahlfreiheit, was heißt denn das eigentlich genau? Und hatte dann das Thema Grundsteuer in den Mund genommen. Das Wort Grundsteuer stößt hier ja durchaus dem einen oder anderen kräftig auf. Das kann ich nachvollziehen. Und genau an dieser Stelle versetzt uns das Land ja zukünftig schon in die Lage, eine Art von Wahlfreiheit hier in der Kommune zu haben, denn es ist auf den Weg gebracht worden, ich glaube, ein 185 Millionen Euro Paket, das in die Kitas im Lande geht. Das heißt, wir werden hier als Stadt Flensburg davon auch profitieren können und im Zuge dessen, das hatten wir ja seinerzeit auch gefordert, auch über das Thema Grundsteuersenkung wieder sprechen können. Also sobald wir dazu... Ja, wir haben das an anderer Stelle durchaus schon zu Protokoll gegeben. Also wir haben gesagt, wenn wir eine Betriebskostenerstattung durch das Land für die Kitas bekommen, dann können wir an der Stelle auch wieder über das Thema Grundsteuer reden. Das ist ein Stück Wahlfreiheit, das wir bekommen. Genauso wäre es ein Stück Wahlfreiheit, das wir bekämen, wenn im kommunalen Finanzausgleich, und meines Erachtens muss das 2019 auf jeden Fall durch die Legislative gegangen sein, damit es 2020 greifen kann. Also wir werden es nächstes und übernächstes Jahr auf jeden Fall diskutieren. Wenn im Finanzausgleich eben ein höherer Beitrag für die Stadt Flensburg herauskommen würde, dann hätten wir eben auch ein Stück mehr Wahlfreiheit. Und an dieser Stelle würde ich gerne einmal kurz auf eine Formulierung im SPD-Antrag eingehen, die aus meiner Sicht völlig verkehrt ist. Dort heißt es an einer Stelle, ohne einen finanziellen Ausgleich der Einnahmeausfälle. Wir haben keine Einnahmeausfälle, es sei denn, wir beschließen etwas anderes, als was wir in diesem Jahr schon beschlossen haben, nämlich die Abschaffung der Ausbaubeiträge. Das ist sicherlich gewollt und das macht auch Sinn, unsere Einwohnerinnen und Einwohner dazu schonen. Nichtsdestotrotz haben wir keine Einnahmeausfälle, wenn wir nicht entsprechend beschließen würden. Das heißt, dieser Teil des Antrags ist verkehrt. FAG anpacken wollen, das sagt der Herr Trost, also ist, man wolle das FAG anpacken. Nein, das hat Kai Richard richtig ausgeführt, das Land ist dazu verpflichtet, das FAG neu zu fassen, denn das alte ist verfassungswidrig gewesen. Deswegen ist es zu Recht beklagt worden und deswegen muss der Landesgesetzgeber ein neues FAG ausgeben. Ich habe mich mal bei Herrn Even erkundigt, was nehmen wir dann eigentlich an Ausbaubeiträgen in der Zukunft? Das ist wohl so, dass diese Ausbaubeiträge immer so 2 Jahre nachlaufend eingefordert werden. Und wenn wir zum Beispiel 2018 6,9 Millionen Euro geplantermaßen in den Straßenausbau investieren, dann wird 2020 etwa der Wert von 390.000 Euro von den Einwohnerinnen und Einwohnern erwartet. 2019, das haben wir ja noch nicht beschlossen, aber das könnte sich wohl das TBZ so vorstellen, würden wir dann 17,977 Millionen ausgeben. Auf jeden Fall wären 2021 dann 790.000 Euro unserer Einwohnerinnen und Einwohner fällig. Also es ist immer ungefähr ein Betrag zwischen 6 und 10% dessen, was an Straßenausbau tatsächlich passiert. Was würde passieren, wenn wir diese Beiträge nicht nehmen? Wir würden natürlich weniger Straßen ausbauen können. Das ist ja ganz logisch. Also insofern brauchen wir das Geld, um unsere Infrastruktur in Ordnung zu halten. Ellen Kittel-Wegner. Oben steht vollständig, unten steht dann entsprechend. Also natürlich ist das gleichbedeutend. Was wir mit dem entsprechend meinen, ist, es darf aus unserer Sicht einfach nicht an das Thema Straßenausbau gekoppelt sein, weil es unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und diesen Fehler macht eben der SPD-Entwurf dieser Resolution. Wir brauchen natürlich eine vollständige Kompensation der wegfallenden Mittel. Also sprich 390.000 Euro 2020 oder 790.000 Euro 2021. Ja, das müsste vollständig kompensiert werden. Wie kann es kompensiert werden? Ja, nicht darüber, dass jetzt Straßenausbaubeitragsgesetzgebungen stattfinden, sondern dadurch, dass das FAG oder eben andere Kompensationsmöglichkeiten angepasst werden. Es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die wir auch schleunigst davon voneinander trennen sollten.
Es ist einfach ein gedanklich verkehrter Ansatz, den die SPD hier fährt. Und darauf zielt unsere Resolution ab, die im Übrigen ansonsten gleichbedeutend ist und entsprechend auch beschlossen werden kann. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte, Herr Richard, FDP-Fraktion. Bitte? Wie viele Wortmeldungen da kommen? Die letzte. Herr Trost, nachdem Sie meine Zwischenfrage nicht zugelassen haben, zwingen Sie mich ja nochmal so dazu, Stellung zu nehmen. Also mir hier Wahlkampf vorzuwerfen und dann sowas im Alleingang zu machen nach einer vorherigen großen Ankündigung, das passt in meinen Augen genauso wenig zusammen wie einige andere Sachen hier. Meine Frage zu Ihrem qualitativ hochwertigen Antrag wäre ja gewesen, wie definieren Sie eigentlich vollständig? Vollständige Kompensation, schreiben Sie da. Was ist denn vollständig? Wie wird denn der Betrag ermittelt? Der Betrag wird doch nur so ermittelt, dass wir für bestimmte Straßen beschließen, dass wir dort Ausbaubeiträge erheben. So, und wie soll das bitte das Land im Voraus wissen? Und von daher ist es auch ganz richtig, was Arne Rüstemeyer hier jetzt mehrfach gesagt hat, das Land wird uns für unsere Aufgaben Geld geben, nicht für die Straßenausbaubeiträge, um die Straßenausbaubeiträge zu ersetzen. Das ist das sogenannte Gesamtdeckungsprinzip. Das gilt nicht nur bei Steuern, die man nicht für einen bestimmten Betrag erheben darf, sondern die Kommune bekommt Gelder zugewiesen, um ihre Aufgaben zu erledigen. So, und was wir dann damit machen, das nennt sich dann kommunale Selbstverwaltung. Und da müssen wir halt eben erklären, wie wir die Kohle verwenden. Was ändert sich jetzt ganz konkret für uns bei der anstehenden Gesetzesänderung? Es ändert sich gar nichts für uns. Es ändert sich was für einige kleine Häuslebauer im Land, die jetzt nicht mehr abgepresst werden. Das ist leider nicht bei uns der Fall. Das liegt aber nicht an den armen kleinen Häuslebauern, sondern das liegt an der Kassenlage der Kommune. So, und dann nochmal was zu den kommunalen Spitzenverbänden. Ja, die kommunalen Spitzenverbände, die sagen immer was zur Einnahmesituation, aber die haben auch ganz deutlich mit mehr oder weniger, und haben das mehr oder weniger umschrieben, dass sie in erster Linie fürchten, dass die kommunalen Politiker in Erklärungsschwierigkeiten kommen, warum sie in einigen Kommunen noch Beiträge erheben und in anderen nicht. Ja, aber bitte, das ist doch kein Grund dafür, andere Menschen nicht zu entlasten. Dann erklären wir halt, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen oder nicht. Also ich denke, davor sollten wir keine Angst haben. Und um nochmal was ganz zum Schluss zu sagen, also eine Resolution, die Kompensation fordert, die Kompensation für die Aufgaben fordert, die wir übertragen bekommen haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist auch mit der FDP überhaupt gar kein Problem. Das Problem ist, dass hier die Gleichzeitigkeit gefordert wird. Und zwar die Gleichzeitigkeit gefordert wird in dem genauen Wissen, dass das überhaupt nicht möglich ist, weil das verfassungswidrige FAG uns dort im Weg steht. Und das zu fordern, ist unlauter und populistisch. Dankeschön. Frau Ritter, bitte. Die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuhörerinnen. Na klar, geht auch lauter. Also ich will jetzt noch einmal sagen, zur Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder ob es Sinn macht, jetzt hier die Straßenausbaubeiträge, die wir tatsächlich einnehmen, noch mal runterzurechnen, um damit mitzuteilen, ist doch eigentlich lächerlich. Es ist nicht lächerlich, weil es ist eine sehr ungerechte Satzung. Und es ist nicht nur die Ungerechtigkeit besteht nicht nur dann übers Land, indem sich die eine Kommune leisten kann, darauf zu verzichten und die andere nicht, sondern es ist auch innerhalb der Stadt eine ungerechte Beitragssatzung. Das sehen wir am Sandberg. Da trudeln demnächst die Rechnungen ein für die Eigentümer der Häuser am Sandberg. Während für die Viktoriastraße schon mal klar ist, ne, die ja auch sehr aufwendig hergerichtet wird, die zahlen nicht, weil das ist eine Fördermittelgeschichte. Also es bleibt immer ungerecht und wir müssen natürlich zusehen, dass wir es abschaffen und zwar so schnell wie möglich. Und deshalb werden wir auch diesem SPD-Antrag, dieser SPD-Resolution zustimmen. Dankeschön. Bitte, Herr Trost, SPD-Fraktion. Es gibt ja unterschiedliche Arten einer Angriffs- oder Verteidigungsstrategie für Papiere und Vorlagen. Heute haben wir zwei Varianten erlebt. Das eine ist die sogenannte semantische Verteidigungslinie
und das andere ist die Luftballonverteidigungslinie. Die semantische Verteidigungslinie war die von Herrn Rüstemeier, wo man in der Vielfalt der Worte die Hauptbotschaft vernebeln kann. Die Luftballonverteidigungslinie war die von Herrn Richard. Laut, groß, wenn man rein, große Worte, wenn man reinbiegt, macht es Peng und da ist nichts mehr. Gleichwohl müssen wir jetzt zu einem Ergebnis kommen, unabhängig von Semantik und von Luftballons. Und da bin ich den Grünen dankbar, dass sie sich konkret mit dem auseinandergesetzt haben, was man hier vielleicht noch mal nachoptimieren könnte. Als erstes möchte ich aber schon sagen, dass der SPD-Antrag mit seiner Vollständigkeit der weitestgehende ist und deswegen zuerst abgestimmt werden sollte. Ich würde ihn schon gerne ein wenig modifizieren nach einigen Beiträgen, die gekommen sind. Das eine war der Hinweis, dass es vielleicht klug ist, in Zeile 1 zu schreiben, bei einer Abschaffung der Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Darauf hattest du hingewiesen. Das übernehmen wir. Das zweite ist, dass man unter drittens, der kommunale Handlungsspielraum ist begrenzt, was ja tatsächlich nur eine Status-Quo-Analyse ist, ergänzt und muss erweitert werden. Das war auch gerade ein Vorschlag, den ich mir zu eigen mache. Und der dritte Punkt, hatte ich vorhin schon mal gesagt, weitere Adressaten nehmen wir in die Liste mit auf. Ansonsten denke ich, dass wir an das denken sollten, was jemand, ich glaube Pille Hansen war das, im Hauptausschuss gesagt hat, es gilt auch der Grundsatz der Konnexität. Alles, was das Land auslöst, muss es auch kompensieren. Und dieses ist das Einfordern von Konnexität, und zwar von vollständiger Konnexität. Und deswegen ist dieses jetzt mein Vorschlag über die Variante der Resolution, die wir jetzt zur Abstimmung stellen sollten. Und ich würde mich freuen, wenn die lokalen Interessen ein großes Übergewicht bekommen. Vielen Dank. Können Sie bitte die drei Veränderungen schriftlich Herr Hems geben? Dankeschön. Bitte, Herr Hansen. Okay. Ja, meine Redeliste ist abgearbeitet und wir haben zwei Vorlagen, Ratsvorlage 167, erste Ergänzung und zweite Ergänzung. Die Vergleichbarkeit war innerhalb von Viertelstunde schwer zu schaffen. Wir gehen nach dem Eingang der Vorlagen und mit den Änderungen, die Herr Trost schriftlich Herr Hems dann einträgt, würde ich die Ratsvorlage 167, erste Ergänzung, zuerst zur Abstimmung geben. Und ich bitte um Ihr Handzeichen als zuerst als Ja-Stimme, 167, erste Ergänzung der SPD-Fraktion. Nein-Stimmen. Enthaltungen bei 24 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen wurde die Ratsvorlage 167 angenommen.